Kann ich anfangen? Oder leitet das Wein? Nein, das kann ich anfangen. Okay. Gut, fangen wir mit dem Ergebnis an, mit dem wir natürlich hier nicht zufrieden sind. Denke aber unter dem Strich auch verdient für die Wiener Austria heute der Sieg, der auch dann so in Ordnung geht. Vielleicht haben wir dort zu hoch, aber nichtsdestotrotz, denke ich, erste Halbzeit haben wir es nicht gut zustellen können, die Räume. Austria hat da zu leichtfertig zu uns in die Box rein können. Ich weiß nicht, ob der Corner schon oder der Freistoß dann schon zum 1-0 führen hätte können, ob das ein reguläres Tor war. Hat mir wenig Glück. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir es zweite Halbzeit dann viel besser gemacht. Wir waren dann auch viel griffiger. Wir hätten auch in einer Phase, haben wir das Tor gekriegt, das Gegentor, wo wir gerade in einer Phase waren, wo wir auch selbst aktiver waren. Und ja, deswegen schade am Ende des Tages. Aber wir waren auch heute in unserer Technik nicht richtig gut. Wir waren im Passspiel nicht richtig gut aus meiner Sicht. Die muss man dann noch die ganzen Statistiken anschauen. Ich denke auch unser Zweikampfverhalten war, kann man nicht vorstellen, dass da die Statistik auch gut passt. Aber das werden wir dann sehen, wann ich es dann habe. Ja, es sind so Kleinigkeiten, die es halt ausgemacht haben. Wäre vielleicht ein Punkt drinnen gewesen für uns unter dem Strich. Aber man muss auch respektieren, dass der... Ich glaube, Dürizin war der Torschütze zum 1-0, hat er überragend gemacht. War eine super individuelle Aktion und ja, sind so in den Rückstand geraten. Dann haben wir nochmal alles probiert und ja, der Elfmeter hat uns dann, denke ich, auch, ja, dann war der Glaube daran weg, dass wir da noch was mitnehmen könnten. Danke. Damit, du hast das angesprochen, in der Phase, wo man das Gefühl gehabt hat, ihr gewinnt jetzt ein bisschen die Oberhand, ihr habt die Kontrolle über das Spiel, ist das 0-1 passiert. Worauf führst du das zurück? Ist das noch ein bisschen ein Lernprozess, dass man sich auch zutraut, bei einem großen Auswärts was zu holen? Ja, vielleicht fällt uns das in der Saison ein wenig, auch diese Beständigkeit. Ich denke, es war das letzte, in den letzten Spielen haben wir zwei Siege hintereinander geholt. Das war das erste Mal in dieser Saison. Das dauert, dieses Selbstvertrauen ist vielleicht noch nicht ganz so da, speziell wenn man dann vielleicht auch da vor einigen Wochen noch klar verloren hat. Ja, man hat dann gesehen, zweite Halbzeit, dass wir uns mehr zutraut haben. Und so wie du sagst, wir haben dann, denke ich, auch diese Oberhand angefangen zu übernehmen. Man hat das Gefühl gehabt, so, jetzt kann wirklich auch was passieren. Wir hatten auch, denke ich, eine gute Chance mit Fischer, wo er dann vielleicht nach innen lenken kann zum Nussbaumer, wo der dann leer vom Tor steht, hat die Entscheidung getroffen, dass er einen gleich Boulet nimmt. Okay, ja, das war, glaube ich, ein Spielstand 0-0. Wenn du da in Führung gehst, wäre definitiv noch mehr drinnen gewesen. Ja, wie gesagt, wir sind dann leider durch eine individuelle Aktion in Rückstand geraten und aus dem müssen wir lernen, mitnehmen und nächste Woche unser Heimspiel natürlich positiv bestreiten. Der Belarisch ist es unten schon jetzt extrem eng. Befürchtest du eine Nervenschlacht jetzt auch in den nächsten Spielen? Ja, Nerven hin und her. Wir müssen schauen, dass wir dranbleiben. Wir haben uns, bin vor 5 Wochen hier angetreten beim SC Rathenow mit der Aufgabe, die Mannschaft in der Liga zu halten. Das wird auch mein Ziel, weiterhin zu bleiben. Ich habe immer gesagt, wenn es eine holprige Saison ist, dann bleibt es eine holprige Saison. Und wir werden uns dem stellen und ja, jede Woche versuchen, unsere Leistung abzurufen. Und nächste Woche haben wir das Spiel gegen St. Pölten zu Hause. Und da heißt es für uns wieder schauen, dass wir unsere Punkte machen. Und es wird definitiv bis zum Schluss eng werden, weil jedes Spiel sehr intensiv ist. Hat man heute auch gesehen, bei den Mannschaften haben viel investiert. Das heißt, du musst da körperlich und geistig fit sein. Ja, und da sind wir, denke ich, auch bereit dafür. Defizit war es über viele lange Strecken eigentlich solide. Du hast angesprochen, das Passspiel hauptsächlich nach vor, oder was war für dich ausschlaggebend, dass erste Halbzeit auch offensiv zu wenig gegangen ist? Wo willst du mehr sehen? Nein, es hat aber etwas mit der Defensivarbeit zu tun. Wir haben erst der Halbzeit aus Austria-Wien einfach zu viel Raum angeboten. Wir haben Zakaria nicht können in den Griff haben, wir haben die Mitte, die haben dann immer reingespielt. Dadurch, dass wir nicht in den Ballbesitz gekommen sind, haben wir viel nachlaufen müssen. Dann, wenn wir einen Ball gehabt haben, waren wir schlampig im Passspiel, haben keine klaren Bälle gespielt, wir haben dann springende Bälle gespielt, wir haben es den eigenen Mitspielern schwer gemacht im Passspiel. Ja, und das ist eine klare Technik, das hat uns einfach gefällt. Und dann hast du wieder Ball verlierst, dann laufst du wieder nach. Und man hat dann gesehen, zweite Halbzeit, wie wir dann einfach auch besser waren, wie wir dann auch besser verteidigt haben, sind wir schneller in Ballbesitz gekommen, waren dann auch klarer in unseren Aktionen, haben auch angefangen, Stafetten zu spielen und das war dann einfach besser. Und den müssen wir reifen und den müssen wir besser werden. Und ja, da werden wir versuchen, natürlich schon wieder nächste Woche besser zu machen. Keine Fragen mehr? Dann okay. Danke. Schönen Abend. Alles Gute.